bin Annemarie Lübcke, komme von der Insel Föhr und bin zurzeit Rentnerin, aber im Ehrenamt auch noch Geschäftsführerin der Hallig-Stiftung, die sich über die kulturellen Belange der Halligen hier kümmert und das fördern möchte. Und die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, ist eine ganz kleine Geschichte zu unserem Fastwappenvogel, nämlich dem Austernfischer. Der Austernfischer ist vom Ansehen hier ja wunderschön. Rote Beine, schwarz-weißes Gefieder, so ein richtiger positiver Bringer. Aber wenn man nachts in bestimmten Gebieten schläft und macht sein Fenster nicht zu, dann ist der Austernfischer ganz schön lästig, weil die nämlich immer in Rotten und Gruppen auftreten und einem dann, wenn so Paarungszeit ist und viele interessante Sachen für die Austernfischer interessante Sachen passieren, sind die ganze Nacht aktiv und sind so laut, dass man nicht schlafen kann. Und dann muss man sein Fenster zumachen und findet die gar nicht mehr so witzig. So, das war schon meine Geschichte.